Hallo, willkommen zum dritten Video-Tutorial. In diesem wollen wir uns jetzt anschauen, wie wir die Navigation unserer 72 Stunden Diözesanverbandsseite so anpassen können, wie wir das wollen. Und schauen dabei auch schon mal auf die verschiedenen Templates, die es gibt, um die Seiten entsprechend anpassen zu können. Wir sind hier in der Listenansicht und haben dann hier unseren Seitenbaum mit der bisherigen Seitenstruktur. Ich mache es hier gerade im neuen Tab schon mal die Seite auf, dann können wir das nochmal vergleichen. So, jetzt ist sie auch geladen. Da sehen wir hier die 6 bisherigen Navigationspunkte. Das sind hier News, die Aktion, Co-Kreise, Partner, Material und Presse. Da unten kommen dann die verschiedenen Systemordner, die zählen nicht dazu. Und hier das erste Element ist ausgeblendet für die Navigation. Das ist zwar unsere Startseite, aber die ist momentan nur hier oben über diesen sogenannten Breadcrumb, Brotkrumen, zu erreichen. Oder indem wir hier auf unser Logo klicken. Jetzt hier, wenn wir uns die Startseite angucken, das ist eine sogenannte Verteilerseite. Die hat hier immer 2 Blöcke. Von denen können wir im Grunde beliebig viele anordnen. Und was halt hier wichtig ist, wir haben hier keine rechte Spalte, in der jetzt irgendwie eine Unternavigation angezeigt würde. Das heißt, wenn wir so eine Seite verwenden, dann ergibt es nur Sinn, wenn wir Seitenelemente verwenden, die auch entweder so für sich alleine stehen, können wir hier dieses Feld Ansprechpartner oder wie die Downloads hier ohnehin einen eigenen Link zu ihren Inhalten haben, wie die Bildergalerie hier sich einfach direkt so öffnen oder eben wie eine News auch woanders hin verweisen. Aber eben untergeordnete Seiten, zu denen nicht irgendwie ein Link besteht, der auf dieser Seite ist, würden nicht angezeigt werden. Deswegen, wenn wir Unterseiten benötigen, brauchen wir sowas wie diese Seite hier. Bei dieser Seitenvorlage haben wir eben hier eine rechte Spalte, wo eine Unternavigation gezeigt wird, wenn es eine gibt. Und hier Kontaktdaten stehen und die Social Media Links sind. Wenn wir keine dieser Vorlagen verwenden, verschwinden alle möglichen Elemente der Seite, wie auch hier die Sponsoren oder die Hauptnavigation hier oben. Das heißt, das ist auf jeden Fall nicht sinnvoll. Also eine der beiden Seitenvarianten brauchen wir im Grunde auf jeder Seite. Was wir nicht anpassen können, sind die Navigationselemente hier oben. Also die Hauptnavigation, die wird eben auf allen Seiten weitergegeben und der Teil, der für Diözesanverbandsseiten gestaltet werden kann, ist eben alles hier in diesem Rahmen drin. Ja, um jetzt Seiten zu bearbeiten oder Navigationselemente zu bearbeiten, haben wir hier die Listenansicht. Da können wir hier zum einen die Reihenfolge von verschiedenen Seiten ändern und die natürlich auch umbenennen. Das machen wir jetzt einfach mal. Und benennen einfach mal hier Material in Download um. Klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol. Hier der Seitentitel. Mache ich jetzt einfach mal hier Download draus. Speichern und schließen. Hier rüber aktualisieren. Und das haben wir schon mal geändert. Aus den News machen wir noch Aktuelles. Wir können eben jetzt auch, wenn wir schon hier auf dieser Seite sind, hier oben drauf klicken, das ist dann auch das gleiche, jeweils die Eigenschaften von der gerade markierten Seite. Aktuelles und speichern. So, jetzt fügen wir einfach mal eine neue Seite ein. Da wir hier gerade bei Aktuelles sind, würde die dann eben unten drunter erstellt werden. Gehen wir hier auf Neuen Datensatz erstellen. Und könnten hier sowohl Inhaltselemente erstellen, Bildergalerien. Aber wir wollen jetzt hier eine neue Seite in dem Bereich Aktuelles erstellen. Den nennen wir jetzt einfach mal Bildergalerie.
was wir dann in einem späteren Tutorial noch brauchen werden. Um Inhalte von Seiten kümmern wir uns erstmal noch nicht, sondern erstellen einfach mal. So, die ist jetzt erstellt, aber die Glühbirne ist noch aus, das heißt, die Seite ist noch nicht erreichbar. Klicken jetzt hier drauf. Und da erscheint sie. Hier haben wir dann noch die Seite Einzelansicht. Die ist in der Navigation nicht zu sehen, weil, wie wir hier sehen, ist das Symbol für ein Menü verborgen. Die solltet ihr auf jeden Fall aber trotzdem hier belassen, weil die dafür da ist, um Nachrichten eben in der Komplettansicht anzuschauen, also mit dem kompletten Text. Ja, die anderen Menüpunkte brauchen wir jetzt hier erstmal nicht, die löschen wir einfach mal. Dafür haben wir hier diese Tonne, Datensatz löschen. So, können wir die der Reihe nach entfernen. Ja. Gut, dann haben wir jetzt hier das ganze Menü ein bisschen abgespeckt. Haben hier jetzt nur noch unsere Nachrichtenliste auf der einen Seite und hier das Feld Bildergalerie. Dann schauen wir uns nochmal an, wie Seiten inhaltlich aufgebaut sein müssen, damit überhaupt irgendwas angezeigt wird. Wenn wir nämlich jetzt erstmal hier auf die Bildergalerie klicken, dann haben wir hier keine Seite, keine Navigation, nichts. Daher gehen wir jetzt hier auf Bildergalerie. Wir sehen auch noch, dass hier nichts steht. Um jetzt Inhalte zu bearbeiten, ist dann hier die Seitenansicht besser. Und haben hier Inhalt noch ohne Inhalt und fügen ein neues Element hinzu. Hier in der Liste scrollen wir ganz nach unten. Wir haben hier die Elemente flexibler Inhalt. Da sind für uns jetzt erstmal in der äußersten Gliederung eigentlich nur genau zwei interessant. Da haben wir hier die DV-Musterseite und die Verteilerseite. Die Verteilerseite ist das, was wir vorhin als Startseite gesehen haben. Wenn wir jetzt hier draufklicken, das ist eben eine Verteilerseite. Und die Musterseite ist sowas wie unsere Seite aktuell ist. Daher brauchen wir jetzt auch hier wieder eine Musterseite. Die bildet den Rahmen dann für alle Inhalte, die wir da reinschreiben wollen. Klicke ich an. Das, was hier als Überschrift steht, ist eigentlich keine wirkliche Überschrift, denn es wird nicht angezeigt. Das ist eher nur die Bezeichnung des Elementes. Der Übersicht halber hilft es am meisten, wenn man schon reinschreibt, was das ist. Nenne ich jetzt wieder DV-Musterseite, um deutlich zu machen, dass ich hier diese Vorlage verwendet habe. Speichern. Wenn wir jetzt auf Bildergalerie klicken, dann haben wir zwar noch keinen Inhalt, aber zumindest der Rahmen der Seite, der wird eben mit angezeigt. Das ist auch erstmal quasi das Wichtige. Und die Inhaltselemente können wir dann der Reihe nach dann später in weiteren Tutorials einfügen. Als Vergleich schauen wir uns jetzt nochmal hier diese Seite an. Das ist diese Verteilerseite. Da haben wir hier oben das Template Verteilerseite. Das legt eben quasi den groben Rahmen an. Sorgt also hier bei der Verteilerseite dafür, dass es hier oben die Navigation gibt. Hier dann ein weißer Block folgt. Und unten die Sponsoren stehen. Damit jetzt eben auch noch Inhalte erscheinen, haben wir hier ein Template Zweispalter. Genauer gesagt ist das das Template DV Zweispalter. Das können wir wieder hier sehen, wenn wir auf Bearbeiten gehen, haben hier einen flexiblen Inhalt und hier ein Reiter Erscheinungsbild, in dem wir die verschiedenen Vorlagen auswählen können. Und hier gibt es eben DV-Zweispalter. Die ganzen anderen Sachen funktionieren alle nicht richtig, dann passt die Breite nicht so optimal dafür. Die sind eben nicht für die Diözesanverbandsebene da, aber leider trotzdem sichtbar. Aber wenn ihr das eben verwenden wollt, dann nehmt wie auch in der Vorlage DV-Zweispalter. Ja, und da unten drunter kommen dann die konkreten Inhaltselemente. Ja, und weil wir eben hier vier Inhaltselemente haben, haben wir eben zweimal hier dieses Template-2-Spalter.
Das könnten eben auch nur insgesamt zwei Elemente, Inhaltselemente sein, oder wie hier vier, oder halt eben auch beliebig weitere. Wenn es eine ungerade Zahl wäre, dann würde eben, müsste eben eines der Elemente leer bleiben und es wäre halt dann nicht symmetrisch. Jetzt ändern wir noch eine Sache. Momentan ist ja unsere Startseite, also wenn wir hier draufklicken, eben diese Verteilerseite. Das muss nicht so sein. Also die Startseite ist erstmal die hier. Das ist eine Weiterleitung. Die klicken wir jetzt also mal an und bearbeiten mal die Seiteneigenschaften. Haben wir hier Typ Verweis stehen und das Verweisziel ist die Seite TestDV, also diese hier. Und die biegen wir jetzt einfach hier auf Aktuelles um. Das heißt, wir klicken hier auf das X und löschen damit das Verweisziel. Jetzt gibt es erstmal keins. Und bekommen dann jetzt hier gleich eine Liste mit allen möglichen Seiten. Und verweisen hier auf Aktuelles. Speichern und schließen. Und klicken jetzt hier nochmal auf unser Logo. Da wir nicht aktualisiert haben, hat es gerade nicht funktioniert. Aber jetzt, genau, wird auch das Richtige geladen. Ja, das waren soweit dann die wichtigsten Funktionen. Noch so als allgemeiner Hinweis, wie vorhin schon erwähnt, haben wir hier diese 6 Navigationspunkte. Diese 6 Punkte sind auch so die sinnvolle Zahl, die wir uns eben überlegt haben, auf die auch das Layout ausgerichtet ist. Wenn ihr weniger habt, dann würden im Einzelnen verschwinden. Rein theoretisch gingen halt auch mehr, aber dann würde dieser ganze Block hier oben noch größer werden. Und daher würden wir euch empfehlen, eben euch auf 6 Punkte in der Hauptnavigation zu beschränken. Und dann gegebenenfalls hier halt noch eine Unternavigation zu machen. Auf dieser zweiten Navigationsebene könnt ihr also dann beliebig viele Elemente hinzufügen. Also gerade bei der Zahl der Co-Kreise werden sicherlich einige zusammenkommen. Und es ist grundsätzlich auch noch möglich, hier eine dritte Navigationsebene anzuzeigen. Das habe ich gerade schon mal vorbereitet. Nämlich hier noch eine Unterseite und eine Unterseite 2 angelegt. Die blenden wir jetzt mal ein. Laden neu. Dann seht ihr hier die Unterseite und klicke ich die an, sehen wir hier, dass es noch eine Unterseite 2 gibt. Also leicht eingerückt erscheint dann eben die dritte Navigationsebene. Eine vierte Navigationsebene anzulegen bringt dann nichts, denn die würde hier im Menü dann nicht mehr angezeigt werden. Ja, das waren soweit die Erläuterungen dazu, wie ihr hier eben den Seitenbaum bearbeiten könnt und wie grob die Templates funktionieren. Das Bearbeiten von konkreten Inhalten schauen wir uns dann in einem anderen Tutorial an. Bis dahin, ciao.